Hallo. Nee, Quatsch. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Ich wollte euch heute mal ein Mikrofonset vorstellen von der Firma Uhuru. Ich zeige euch natürlich dann gleich noch die Einzelteile, aber ich möchte erstmal was dazu sagen. Das ist ein USB-Mikrofon. Das ist ein Plug-and-Play-Mikrofon, was sozusagen angesteckt werden kann und auch gleich gestartet werden kann. Und es ist halt ein Komplettset, was aber auch fürs Chatting, also sagen wir mal fürs Chatten wie Skype, wie aber auch fürs Chatten, übers Zocken, wenn ihr mit anderen Leuten gerne zockt, auch wenn ihr gerne Gitarren-Solos aufnehmen wollt für eure YouTube-Kanäle und auch eure Streams, aber auch teilweise für einfach Wiedergabe von Sachen, die ihr live macht, natürlich, wie zum Beispiel Streamen, wie ich das ab und zu mache. Ihr könnt gerne auch mal bei Twitch bei mir vorbeigucken. Dieses Mikrofon. Jetzt kann ich mich auch gerne mal zeigen. Ich weiß, es ist momentan verschwommen, aber das gibt sich ja gleich wieder. Also ich habe daneben auch noch einen Spickzettel und so weiter. Ist ein um 900B USB-Kondensatormikrofon, verfügt über eine Nierencharakteristikmuster. Das bedeutet, das muss nicht direkt vor euch sein, das Mikrofon. Kann auf Niere sein, auf dieser Nierenhöhe. Die Aufnahmequalität dieses Mikrofons soll eine sehr hohe auf sehr hohem Niveau sein. Ich werde das auch in einem weiteren Video auch testen, ob das auch natürlich so stimmt. Und falls es irgendwelche Mängel gibt, werde ich diese natürlich dann auch erwähnen. Ihr könnt natürlich auch euren Tester dazu abgeben, aber im Moment ist es nicht dieses Mikrofon. Ich werde euch gleich noch zeigen, was alles drinnen ist. So, dann eine Abtastrate von 24 Bit slash 160 kHz. Wie das jetzt sich verändert von der Aufnahme her, kann ich euch jetzt nicht sagen. Die Leute, die sich dann unter diesem Ton richtig gut auskennen und auch was mit Musik machen, haben da bestimmt mehr Erfahrung als ich, aber ich werde es dann ja testen. So, wie schon gesagt, ein Plug-and-Play ist einfach ein USB-Mikrofon. Ihr braucht keinen Klinkenstecker, ihr braucht auch keine Mischpulte, um dieses Mikrofon abzuspielen bzw. zu benutzen. Ihr könnt wahrscheinlich das auch noch einstellen, je nachdem, wie ihr es braucht. Ist euch dann überlassen, ob ihr da was machen könnt. So, in diesem Mikrofon, USB-Mikrofon-Set, ist vorhanden ein Mikrofonarm. Müssen wir halt mal schauen, ob wir das jetzt auch mal aufmachen. Hier ist dieses gute Stück. Könnt ihr ja auch gut sehen. So, wir haben hier ein. Wartet mal, da ein Popschutz, den ihr normalerweise natürlich auch kennt, das Mikrofon an sich, dann die Spinne, wo es natürlich festgemacht wird, dass ihr auch, falls ihr irgendwo dagegen stoßt, dass das nicht zu hören ist bei eurem Mikrofon. Dann natürlich das Kabel hier, das seht ihr jetzt da nur ein bisschen, ist aber auch sogar recht lang das Kabel, länger als sonst. Und natürlich der Arm, muss ich jetzt auch nichts dagegen sagen, finde ich bisher richtig toll. Das Ganze könnt ihr bei Amazon euch holen. Der Link ist natürlich dann in der Videobeschreibung. Zudem, ich bekomme nichts davon. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne auch mal anschauen. Dann die Gebrauchsanweisung auf Englisch, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, genau wie was funktioniert. Und natürlich Gesang aufnehmen, auf welcher Höhe ihr das Ei hinstellt. Aber auch auf Deutsch ist das sogar. Nicht schlecht. So, wir haben hier einmal den Popschutz, den man dann auch oben dran stecken kann. Dann haben wir hier natürlich diesen Popschutz, den wir dann auch an den Arm dran machen, wenn es soweit ist. Aber erstmal hier nur das Unboxing-Video. Dann haben wir hier einmal die Spinne. Das könnt ihr dann sozusagen, das Mikrofon könnt ihr befestigen oder locker machen, indem ihr diese Klammer hier be bewegt. Genau. Was ist noch zu sehen und wichtig? Das lange Kabel dafür. Lang ist besser, weil wenn es zu kurz ist, müsstet ihr euch extra ein Kabel dafür holen. Dann haben wir hier eine recht gute Tischklammer. Sollte an sich eigentlich stabil sein. Ist halt auch so ein Schnellspanner. Vorteilhaft natürlich, wenn man sich beeilen möchte beim Einstellen. So. Wie kriege ich sie da rein? So war das. Genau. So. Dann haben wir das Herzstück des Ganzen. Das Mikrofon ist handlich. Ihr könnt es auch in der Hand halten.
Solltet ihr aber nicht, um noch weitere Störgeräusche abzuspielen. Aber das packen wir natürlich wieder ein, bis wir das Ganze dann auch aufgebaut haben. Im Moment ist erstmal nur das Review dran. Beziehungsweise Unboxing, meinte ich. So, das Ganze ist auch in Schaumstoff verpackt, recht weich, stoßfest, so dass nichts passieren kann. Dieser Arm ist recht leicht zu montieren, ist wie gesagt mit dieser Tischklammer zu befestigen. Ihr könnt das ohne Probleme dann hin und her tun, je nachdem wie ihr das Ganze braucht. Ob ihr das jetzt über euch halten wollt, also ich würde das von der Seite hier nehmen, aber auch über den Kopf, dass das von oben herunterhängt, damit das auch professioneller aussieht. Aber ihr könnt das auch natürlich unter euch sozusagen postieren, dass das im Video oder im Stream, je nachdem was ihr machen wollt, nicht zu sehen ist. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn euch das Ganze zusagt. Und würde mich auch über Kommentare freuen, ob ihr das Video jetzt an sich gut fandet oder auch nicht. Und wie gesagt, Link wird in der Videobeschreibung dazu sein und der Test wird auch noch folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.